kann mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, ein Leben ohne Fotografie. Ich habe mit 6 Jahren angefangen. Mein Vater war auch ein begeisterter Fotograf, hat mir seine alte Spiegelreflexkamera in die Hand gedrückt und hat mir ganz geduldig die Regeln der Fotografie erklärt. Und seitdem hat mich das gefesselt und nicht mehr losgelassen. Ich denke, durch die Landschaftsfotografie habe ich die meisten Ausdrucksmöglichkeiten gefunden. Und ich habe auch gemerkt, Natur und Landschaft ist das, was am schönsten ist, was am meisten meiner Seele entspricht. Und ich merke oft, allein schon durch wenige Minuten, wo sich das Licht ändert, wie sich die Intensität einer Landschaft ändert, das ist das, was mich fasziniert, das fesselt mich. Grundsätzlich sind es weite Landschaften. Das sind Länder, die ganz viel Natur haben, die noch ursprünglich sind. Neuseeland, Schottland finde ich großartig, Norwegen. Da merkt man, hier kann sich die Natur entfalten, kann sie ihre ganze Formen- und Farbenreichtum entwickeln. Was Schöneres kenne ich nicht. Ja? Und das möchte ich zeigen, da möchte ich auch den Zuschauer für begeistern, der meine Bilder anschaut. Das macht mir einfach Riesenfreude, solche Landschaften zu fotografieren als Panorama oder auch als kleinen Makroausschnitt. Ich würde mich als Reise-, Landschafts-, Naturfotograf definieren. Ein Detailreichtum, unscheinbare Wassertropfen, Gräser hervorbringen. Man würde das, wenn man nur normal mit seinen Augen drauf guckt, nie vermuten, was für eine Schönheit sich darin verbirgt. Ich arbeite seit 2011 mit dem KVH Verlag zusammen und wir machen verschiedene Produktionen, wo ich teilweise einzelne Bilder habe oder auch Titelbilder oder auch gesamte Kalender gestalten kann. Bei GEO wurde ich auch schon publiziert und ja, in solchen Magazinen, das ist natürlich ein toller Erfolg, ja, wenn man seine Bilder dann sieht. Ich denke, da, wo ich mit Licht arbeiten kann, mit Landschaften im Licht, das ist natürlich nicht nur von mir bestimmt, die Natur macht das, ja, die Wolken, die Lichtstimmungen, und wo es mir gelingt, die Essenz einer Landschaft die durch die spezielle Lichtstimmung an dem speziellen Moment entstanden ist, so prägnant auszudrücken, dass man, wenn man das anguckt, denkt, man ist dabei. Dann ist für mich ein Bild richtig gut. Die anderen Bilder, die ich liebe, sind diese Makrobilder, die Details bringen, die niemand normalerweise wahrnehmen würde. Eine Schwebfliege im Vollbild anzuschauen, ist wunderschön, würde man nie denken. Diese Details so hervorzubringen, um zu zeigen, wie schön die Natur ist, was sie für einen Formenreichtum hat. In einem Wassertropfen, wo sich die Landschaft spiegelt, das denke ich, das macht auch meine Arbeit mit aus. Ein richtig gelungenes Bild ist es dann, wenn es die Intensität der Landschaft ausdrückt. Man muss die Feuchtigkeit spüren des Morgentaus oder die Bedrohlichkeit der Gewitterwolke. Und wenn ich merke, ich habe das geschafft, ich habe es vermocht, das, was die Landschaft in dem Moment ausmacht, wiederzugeben, dann habe ich, da denke ich, okay, das war das, was ich wollte, das habe ich geschafft, dann ist es ein gutes Bild für mich, ja, wenn es den Kern der Landschaft wiedergibt.